So, hallo, wir melden uns hier aus der Pressestube vom FC07 Albstadt und möchten recht herzlich die Presse begrüßen, Herrn Arndt vom Sorgen Albkurier und Herrn Doberstein, der aus der Gas Ulm dabei ist, sowie ein herzliches Grüß Gott an die beiden Trainer, Thorsten Damm vom Neckarsulmer Sportunion und unserem Gastgeber Markus Bleuler. Spielergebnis FC07 Albstadt, Neckarsulmer Sportunion 1:1. Ich würde mich jetzt interessieren für die beiden Statements der Herren und möchte zuerst dem Gast, Herrn Thorsten Damm, das Wort geben, wie er die Partie aus seiner Sicht gesehen hat. Ich muss sagen, in der Summe, also unabhängig von meiner Mannschaft, die zwar teilgenommen hat, denke ich, habe ich ein ganz gutes Spiel gesehen. Also auch für die Platzverhältnisse, dafür, dass jetzt das erste Spiel immer so ein bisschen eine Wundertüte ist, finde ich, was ein Spiel auf gehobenem Niveau und das finde ich auch relativ fair. Es gab eine Szene, über die ich mich in der ersten Halbzeit geärgert habe, aber in der Summe muss ich sagen, war das wirklich eine faire Begegnung auf ganz gutem Niveau. Ich kann meiner Mannschaft auch, denke ich, über bestimmt 70 Minuten ein ganz gutes Zeugnis ausstellen. So ab Minute 25, 30 der ersten Halbzeit war das Heft also sichtbar aus der Hand gegeben, nachdem wir, glaube ich, die Anfangsphase ganz stabil waren, haben dann durch so ein Klassiker, das passiert uns immer so wie das 1-0 fällt, dass da unser eigener Rückraum nicht besetzt ist, das 1-0 bekommen, aber haben, glaube ich, aufgrund der zweiten Halbzeit verdient noch das 1-1 gemacht. Also ich weiß, dass die Großchance zum 2-0, ich weiß nicht, Markus, dass du schon gejubelt hast, wo der dann, glaube ich, den Rücken von unserem Keeper anschießt. Ich bin gerade bei ihm. Ja, ich glaube, in der Summe hat man schon für ein Auswärtsspiel relativ viele gute Chancen, sodass man sagen muss, also das 1-1, denke ich, ist verdient. Ja, wenn man seine eigenen Chancen nimmt, man ja immer ein bisschen mehr wahr und vernachlässigt die Chancen vom Gegner, habe ich, glaube ich, in der Summe war ich bis zum Hadern, ob es nicht ein Dreier auch hätte sein können. Aber ich sage, zum Auftakt können wir mit der Leistung, mit dem Ergebnis bei einem wirklich gestandenen Gegner absolut leben. Ja, hallo, vielen Dank für Ihr Statement. Gibt es Fragen seitens der Presse? Die scheint nicht der Fall zu sein. Dann gebe ich nahtlos weiter das Wort an unseren Trainer Markus Bleuler. 1:1, Geburtstagskind, hat getroffen, hätte nochmals treffen müssen. Wie ist deine Einschätzung vom Spiel? Ja, ich denke, ähnlich wie es der Kollege gesagt hat, dass wir die ersten 25 Minuten total verschlafen haben, dass wir ganz schlecht ins Spiel gekommen sind. Wo auch Neckarsulm die oder andere gute Torschance gehabt hat, da haben wir dann auch vielleicht das eine Glück gehabt. Ich denke, nach 25 Minuten ist die Mannschaft dann auch besser in die Zweikämpfe gekommen, hat sich nicht so tief fallen lassen. Wir wollten eigentlich dann weiter nach vorne, wo wir dann auch gemacht haben, wo dann Neckarsulm auch Fehler gemacht hat. Und dann haben wir ja auch die individuelle Klasse, wie man beim 1-0 gesehen hat, auch direkt gespielt und dann, klar, vielleicht dann auch ein bisschen glücklich einzeln in Führung geht. Aber dann waren wir im Spiel, haben auch dann ab dem Zeitpunkt wenig Zuglasse, sind hinter besser gestanden, die Ordnung hat besser passt. Klar, zweite Halbzeit, sogar, glaube ich, erste Halbzeit hat Piero noch war so ein Eiwurf, wo, glaube ich, Pitzer noch ablegt, wo Piero auch ein bisschen Rückenlage gehabt hat, wo dann, glaube ich, das 2-0 noch machen kann. Aber klar, das sieht man, ich glaube, im Sport 1 kommen ja immer die tollste Torschance in der Bundesliga. Piero war sich vielleicht zu sicher, weil ich oft so, man sieht das Tor und ja, jubelt schon. Tor war natürlich auch gut kalt, da muss man auch sagen, oder immer zwei dazu. Und ich denke, das war dann vielleicht auch der Knackpunkt. Dann hat man gemerkt, dass Neckarsulm dann mal die Chance wittert. Wir haben ein bisschen einen Hänger gekriegt und ja, dann kann so ein Spiel natürlich kippen und wenn man dann sieht, glaube ich, gerade nach dem 2-0 die Chance hält der Chris Langer den Kopfball, glaube ich, richtig gut. Da hätte schon das 1-1 fallen können. Aber so ist Fußball, man darf auch nicht vergessen, dass wir nicht eure Einheit auf dem Platz gehabt haben, außer jetzt gestern und vorgestern haben wir in Lautlingen trainieren können. Das ist natürlich auch so eine Sache, wo schwierig ist, aber ich denke auch, ich muss ein riesen Kompliment an die Mannschaft machen. Ich denke, wir haben, was läuferisch angeht, auch vom Zweikampfverhalten her, alles aus uns rausgeholt und ich sehe es ähnlich, dass wir dann über 90 Minuten, denke ich, das 1-1 verdient haben und auch, denke ich, gerecht ist. Und
denke ich, beide Mannschaften damit leben können. Danke. Ja, Markus, vielen Dank. Gibt es seitens der Presse Fragen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann möchte ich noch die Ergebnisse vom 17. Spieltag der Verbandsliga Württemberg kurz verlesen. TSV Essingen gegen VfL Nagold, eine große Überraschung, 0:1. FV Rot-Weiß Weiler gegen Göppinger Sportverein, 2:3. FSV 08 Bissingen gegen Sportfreunde Schwäbisch Hall, 3:0. VfB Neckar-Wems gegen TSG Backnang, 1:2. Olympia Laupheim gegen FC Gärtringen, 3:0. Und TSV Berg gegen den 1. FC Normania Gmünd, 2:2. Ja, darf mich Herr Damm, Markus, bei euch bedanken für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Nächste Woche geht es für uns zum 1. FC Normania Gmünd. Spielbeginn ist dort bereits um 14.30 Uhr, weil Gmünd um eine Vorverlegung um 30 Minuten gebeten hat. Es gibt die Möglichkeit wieder für die Anhänger mitzureisen im Mannschaftsbus. Abfahrt ist um 11 Uhr am Albstadion. Vielen Dank und das war's von unserer Pressekonferenz.